Hallöchen, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Monkey Island 3. Wir sind ja beim letzten Mal hier auf Blood Island angekommen und müssen jetzt erstmal gucken, was wir hier tun müssen, um an den unverfluchten Diamantring zu kommen. Ein bisschen hatten wir schon erkundet, am Strand mit Haggis gesprochen. Wir wollten ja seine Illusion, die will er uns aber nicht geben. Erst wenn wir etwas Liebriges finden, womit er das Schiff flicken kann. Was das genau ist, weiß ich noch nicht. Wir werden hier weiter gucken. Mit ihr hier hatten wir beim letzten Mal gesprochen. Die hat uns fünfmal vorher gesagt, wir werden sterben. Gut, ich glaube, nach dem fünften Mal haben wir es kapiert. Weiter wollte sie auch nicht. Jetzt machen wir hier weiter und sprechen erst mit ihm hier. Okay, leeres Glas. Können wir das mitnehmen? Nein, nein. Fass das nicht an. Oh, mein Kopf. Ja, er hat einen dicken Kater. Okay, reden wir mal mit ihm. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Alles klar, ihn müssen wir erstmal von seinem Kater befreien. Die Frage ist nur, wie? Kissen. Ob er das Kissen mitnimmt? Frage ist nur, Rezeptbuch? Nehmen? Okay, das Rezeptbuch können wir mitnehmen. Über die Gewürzgurken mitnehmen? Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Gurken schlagen dir auf die Linie, alles klar, okay. Moment, wir haben Kissen, wir haben Tarotkarten. Ich werde hier mal weiter googeln. Kann man da reingucken ins Rezeptbuch? Untersuche. Rum Rogers Rum Überraschung. Ein Fass Rum. Zwei Thermoflaschen Rum gewärmt. Ein Messglas Rum. Drei Schuss Rum. Ein Teelöffel Wermut. Kilantaro, alle Zutaten mischen, mit Rum abschmecken. Ist kein Wermut verfügbar, durch Rum ersetzen. Was ist das denn? Der besteht ja nur aus Rum. Gelbbarts Baby. Ein Messglas Wodka, ein Messglas Rum, Saft von drei Zitronen, fünfmal Pendilanain, Kilantaro mit Eiskutschel. Der blutige Stumpf. Drei Tassen Rum. Drei Teelöffel Natriumpethanol. Ein Messglas Gin, ein Messglas Wermut, drei Tassen Tomatensauce, Cilantano. Alle Zutaten in einem Bleibehälter mischen, wenn servieren mit rohen Kartoffelhälfte als Garnierung. Aha, der Blauwal. Ein Messglas Gin, ein Messglas Whisky, ein Messglas Wodka, ein Messglas Gerardine, ein Messglas Kleber, grüner Farbstoff Nummer 2 und gelber Farbstoff Nummer 5. Soda hinzufügen. Mit Haken mixen. Aha. Schleim mit Tonic. Kombiniere ein Teil Gelbarts Baby mit einem Teil blauem Wal. Mixen, bis die Farbe kotzgrün ist. Bäh. Die aufgeblähte Zecke. Eine Tasse Tequila. Zwei Esslöffel Ahornsirup. Ein Pfund Zucker. Saft von einem Lachs entgrätet. Fünf Esslöffel Currypulver. Zwei Rüben Cilantano. Tequila trinken, übrige Zutaten kombinieren und wegschütten. Alter, sind das für Rezepte? Sumpfzombie. Ein Eimer Matsch. Ein Messglas Whisky. Zwei Teelöffel Eisenspäne. Eine Fledermaus. Zwei Eiweiß. Spritzer Mokka. 9 Milligramm Penicillin. Ein Spritzer Spucke. Gelatine. Gut mixen. Auf Eis. Anhang A. Erste Behandlung bei Piratenkater. Befreit vernebelte Köpfe. Da kommen wir doch schon näher der Sache. Ein Ei. Pfeffer. Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Okay, das Ei, glaube ich, weiß ich. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. Das war oben auf dem Baum unten am Strand. Wo wir nicht ankamen. Mal einfallen. Alkoholempfindliche Patienten. Vor Einnahme einen Arzt konsultieren. Nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen. Erschwert die Bedienung von Rudern und Maschinen. Macht sehr schläfrig. Anhang B. Zierhose Anzeichen erkennen. Von Captain Wilhelm W. Schwindelanfall, Brechreiz. Allgemeines Unwohlsein, Tod. Wenn die Symptome anhalten, mit Alkohol behandeln, Alter. Anhang C. Blondbarts streng geheimes Keksrezept. Zwei Tassen Mehl, zwei Eier, ein Teelöffel Hefe. Gelandet. Mit Fliegenlarven abschmecken. Uah, stimmt, Blondbart war doch der Restaurantbesitzer auf Plunder Island. Ihhh,
Unser Dank gilt der Tante eines Freundes des Redakteurs, die erst 500 Biskuits kaufen musste, bevor sie das Rezept gratis bekam. Daraufhin gab sie aus Rache kostenlos an all ihre Bekannten weiter. Kids. Die Seite ist absichtlich leer. Alles klar, okay, wir brauchen Pfeffer, Ei und Haare von einem Hund, der uns gebissen hat. Wir gucken erstmal hier weiter. Da gibt es ja noch irgendwas Interessantes. Naja, Guybrush hat wie immer die Ruhe weg. So, was haben wir denn hier? Porträt, noch mehr Porträts, Tür. Kann man rein in die Tür? Öffnen. Ja. Wow, was für Hotelzimmer, Alter. Alte Porträts, okay. Untersuche die Porträts. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Der Familie von Salat. Okay. Bullauge. Schau durchs Bullauge. Ich kann den Flur sehen. Wow, was für eine Erkenntnis. Öffnen? Sie ist bereits offen. Sprechen. Nein. Okay, hier können wir im Moment nicht mehr machen, wie es aussieht. Gehen wir mal ins nächste Zimmer. Und begutachten hier auch die Porträts. Untersuche Porträt. Baron Karl Lambert Fressack Meistersuppe. Pionier der Crouton-Technologie. Er sieht dem Karl an der Bar ziemlich ähnlich. Ja. Können wir die vielleicht kaputt schnippeln oder so? Mal gucken. Ich kann nicht daran herumschneiden, während es im Rahmen ist. Dann nimm's doch raus aus dem Rahmen. Geht das? Nimm Porträt. Es ist an die Wand genagelt. Okay, das geht nicht. Warte mal. Brechen, naja, gut. Aber ich vermute mal, sonst würden die Porträts... Sonst hätte man sie nicht anklicken können. Ich vermute mal, man kann was damit machen. Sie ist verschlossen. Okay. Kann man sie vielleicht aufbrechen oder so? Es ist eines der Gästezimmer. Welche Tür? Zimmerservice. Nimm Sofa oder benutze Sofa. Keine besser. Zeit dafür. Ich muss meine Braut retten. Ja, oh, ist ja gut, Geibersch. Ich glaube, hier können wir im Moment nichts machen. Vase. Können wir die vielleicht mitnehmen? Ich hasse Porzellan. Es ist eine lange Geschichte. Ich erkläre es später. Okay. Broschüren. Ich glaube, hier können wir im Moment nichts machen. Gehen wir erstmal weiter. Es gab hier ja noch mehr Orte, die wir nicht untersucht haben. Da raus. So, hier ist noch was, da ist noch was. Seltsame Lichter. Wir gehen hier erstmal hin. Ein Friedhof. Aber Friedhöfe sind doch immer schön. Gedenktafel, untersuchen. Da steht Tex Venture. Tex Venture. Gruft. Grabstein. Kann ich rein in die Gruft? Und ein paar Skelette besuchen? Gruft der Meistersuppe-Familie. Okay, ja. Das ist der Typ da an der Bar. Der hieß ja Meistersuppe, wie wir eben erfahren haben. Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. Bäh. Okay, der hat sich selbst vergiftet. Hier haben wir einen Hund. Wir sollen noch Haare haben von einem Hund, der uns gebissen hat. Ne? Recycelte Werkzeuge. Können wir die mitnehmen? Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Okay, es ist ein Haufen alter, rostiger Totengräberwerkzeuge. Ich habe nichts zu sagen. Die Tür kann ich... Doch, kann ich rein. Nein, ich wollte nicht zurück. Spalt zwischen Türen. Öffne Spalt zwischen Türen. Geht das? Ich wollte auch mal kurz reingucken. Es ist fest verschlossen. Die untersuche Spalt. Ich kann gerade niemanden darin sehen. Okay. Sprich mit Spalt. Ich kann gerade niemanden darin sehen. Okay, untersuchen wir den Grabstein hier. Irgendwas kann man hier mit Sicherheit machen. Es fängt an, ein Wort zu buchstabieren. Was könnte es sein? Rinderbraten? Rinderwahnsinn? Wahrscheinlich Ripp, Guybrush. Wahrscheinlich Ripp. Nimm. Das will ich nicht mit mir herumzerren. Ich habe nichts zu sagen. Okay. Unbehauene es ist ein Haufen neuer Grabsteine. Nimm. Nein. Nein. Ein Skeletthaken. Können wir den mitnehmen? Ich habe bereits genug Skelettanhängsel.
Wie eine Säge? Was ist denn mit dem Hund? Drücken, alten Hund. Oh, der ist bissig. Untersuche stinkende Sonne. Nimm stinkende Sonne her. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Habe ich jetzt echt das Haar? Stinkendes Hundehaar. Aber da stand doch drinne. Ich muss mal kurz gucken. Das war weiter hinten. Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Ich glaube nicht, dass es das Richtige ist. Daher, wie kriegen wir den denn dazu zu beißen? Warte mal, hier ist ein Napf. Untersuche Hundenapf. Da steht alter blinder Platz. Alter blinder Platz. Das möchte ich nicht. Haben wir denn irgendwas, was wir dem Hund zu fressen geben? Vielleicht beißt er ja so oder so. Haben wir überhaupt irgendwas Essbares? Eigentlich nur den Keks hier, ne? Halbgegessene, madige Biskuits. Mal probieren. Mich gebissen. Aber ja, gut, jetzt. Ja, schön schleimig. Gut, jetzt vielleicht die Haare nehmen? Und die Haare. Alter blinder Platz. Ich habe aber Haare. Sind die denn. Ignis und da? Aber sind doch keine gebissenen Haare, oder? Sprich mit alter blinder Platz. Untersuche das alter. Das ist ein stinkender alter Hund. Hundehütte, das ist ein Sarg und keine Hundehütte. Ich kann aber auch keine Haare mehr nehmen. Okay, auf jeden Fall musste ich ausprobieren. Wir haben jetzt Hundehaare. Ich hoffe, die gelten, obwohl wir die genommen haben, bevor uns gebissen hat. Das Ei ist unten am Strand. Da muss ich gleich nochmal gucken, wie das können und wie wir genau ans Ei kommen. Wir brauchen aber auch noch Pfeffer. Hier können wir anscheinend erstmal nichts mehr machen. Geh ich mal zur Windmühle. Was? Kommen wir da rein? Öffne. Es ist abgeschlossen. Okay, da kommen wir so nicht rein. Und Pfeffer! Nimm nur das Pfeffer mit. Okay, Pfeffer haben wir auch. Das müsste ich eigentlich mit. Ich kann keinen Pfeffer damit benutzen. Ja, okay, wir brauchen sowieso erst das Ei, dann kümmere ich mich um das Rezept. Dann gehe ich mal kurz zum hier zurück. Hier war ja das Ei. Und zwar da. Untersuche das Ei. Das hatte ich mich gesehen in der letzten Folge, aber da müssen wir ja irgendwie rankommen. Das Heu ist immer noch einfach. Es ist ein großes Ei, das unsicher auf dem Wipfel dieses Baums liegt. Kann man vielleicht den Baum schütteln oder sowas? Gucken. Baum schütteln. Nur mit meinen Händen kann ich ihn nicht fest genug schütteln. Ja, womit denn sonst? Nur mit deinen Händen, das heißt, er braucht irgendwas. Irgendwas habe ich übersehen. Vielleicht mit dem Skelettarm? Das glaube ich aber eher weniger. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Untersuchen? So was, ich wusste gar nicht, dass es in der Karibik so viele Gummibäume gibt. Offensichtlich schon. Nein. Ich werde wahrscheinlich schütteln müssen, damit das Ei da runterkommt. Nur mit meinen Händen kann ich ihn nicht fest genug schütteln. Aber irgendwas fehlt. Habe ich vielleicht was auf dem Friedhof übersehen? Da lagen ja so viele Werkzeuge. Grab, komme ich da vielleicht rein? Das hatte ich vorhin nicht gesehen. Sie ist verschlossen. Ja, dann gucke ich da vorne nochmal bei den Werkzeugen. Recycelte Werkzeuge, Werkbank. Hammer. Hammer, die habe ich echt nicht gesehen. Moment, die habe ich wirklich nicht gesehen. Hammer und Meißel, vielleicht geht... Zumindest könnte ich es mal probieren, mit einem Hammer gegen den Gummibaum zu schlagen. Eine Meißel nehme ich auch mal mit. Und gehe dann wieder zurück. Und nicht dahin. Dahin. So. Hallo, Skybrush. Genau, und jetzt einmal mit dem Hammer gegen den Baum. Hoffentlich klappt das. Das Ei würde auf dem Boden zerbrechen. Ja, das Ei würde auf dem Boden zerbrechen. Ja gut, das ist klar, wenn das hier runterfällt. Aber Moment, da fällt mir was ein. Wir haben doch das Kissen. Kann man das hier unten hinlegen? Tatsächlich. Und jetzt mit dem Hammer rauf. Gucken. Plopp. Ja,
Ei haben wir. Okay, und das muss ich jetzt irgendwie vermixen, oder hier? Ich kann das eigentlich damit benutzen. Kurz ins Rezept gucken. Mit was musste man das denn nochmal mixen? Weiter. Halt, das war zu weit. Erste Behandlung bei Piratenkater. Ein Ei haben wir. Pfeffer. Paar des Hundes, der dich gebissen hat. Und gut, er hat mich gebissen. Vereinnahmen einen Arzt konsultieren. Nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen. Erschwert die Bedingungen von Rudern und Maschinen. Macht sehr, sehr schläfrig. Okay. Aber Moment mal, da werde ich mal kurz bei ihm gucken, weil der hatte doch so einen Drink vor sich stehen oder so. Und ich da einfach reinkippe? Ausprobieren? Der hat hier doch so einen Drink, oder nicht? Ach, Geilbarsch, geh doch mal zur Seite. Barmann, geht das denn? Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Danke. Ah, ich muss die Sachen ihm gehen. Okay, dann kriegst du nochmal die Haare. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Danke. Okay, und hier hast du noch das Ei. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Viel besser. Das wirkt aber schnell. Den Rest kannst du behalten. Ja, okay. Okay. Ich möchte einen Drink, bitte. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bestelle mir erstmal einen Drink, dann können wir reden. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Ich möchte etwas Raffiniertes mit einem Schuss Eiche. Geben Sie mir etwas, was meine Nebenhüllen befreit. Ich nehme einen Drink, der nur so nach weiter Welt riecht. Geben Sie mir einen großen fruchtigen Drink mit einem Schirmchen drin. Ich will Schirmchen. Geben Sie mir einen großen fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Hackfleisch? Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Ja, okay, aber zumindest haben wir jetzt einen Schirm. Kann ich den denn trinken? Benutze, trinke. Ach, Papa Pichu, hier hast du deinen Becher zurück. Papa Pichu? Ah, oh, nicht schlecht. Okay, wir haben zumindest einen Schirm. Ich mache mich auf den Weg um den Rustikalen. Was wissen Sie über den verlorenen Ring? Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Suppenrestaurant? Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Ah ja, also du bist also der Letzte. Das heißt, deine Familie ist ausgestorben, oder was? Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Ministrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Boah, Geibersch. Suppenkasper. Ah, Herr Geibersch.
Okay, das heißt, der Ring wurde geklaut. Das ist aber genau der, wir brauchen. Rein hypothetisch, wie würde man in das Grab ihrer Tante kommen? Ich nehme an, dass sie sterben müssten. Oh, Mist. Okay. Noch einmal, wie würde man in das Grab ihrer liebenswürdigen Tante kommen? Und zwar lebendig. Noch einmal, wie würde man in das Grab ihrer liebenswürdigen Tante kommen? Ich nehme an, dass sie sterben müssten. Okay, der wiederholt sich. Erzählen Sie noch einmal die Geschichte mit dem Ring. Nein, die haben wir gerade gehört. Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ja, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist. Wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Okay, das heißt, der irrt er immer noch rum, weil das Leuchtturm... Das heißt, wir müssen den Leuchtturm reparieren, damit er wiederkommt, damit wir rüber zur Totenkopfinsel kommen, wo der Ring ist. Irgendwie habe ich schon verstanden. Ich muss genau mal beim Leuchtturm gucken. Wie läuft denn das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde Kannibalen? Ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ja. Warum versuchen Sie nicht im Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Was geschah mit all den Gästen? Ja. Warum versuchen Sie nicht im Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Nun, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eins der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben Sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Nein. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Haben Sie die Holzkohlezunder herausgeholt? Haben Sie Gedichte im Originaltext zitiert? Haben Sie leckere Köstlichkeiten gegrillt? Haben Sie in einem extravaganten Feuerwerk die Sinne betäubt? Haben Sie die Holzkohlenanzünder herausgeholt? Nein. Wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Nun, jeden Abend genau um 6 Uhr brach der Vulkan aus. Und die Lava floss an der Seite des Bergs herab in eine spezielle Rinne, die unter dem Grill verläuft. Die Gäste waren hin und weg. Okay, merkwürdiger Vulkan, wenn der jeden Abend um 6 Uhr ausgebrochen ist und der hat damit den Grill angeheizt. Das ist alles ein Grill? Das ist Unterhaltung? Besteht da nicht eine gewisse Brandgefahr? Ich würde schon sagen. Also was machte dem Zauber ein Ende? Gut, dann werden wir wissen. Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Hauptattraktion verlor das Hotel einfach seine Anziehungskraft. Seitdem ging es bergab und der Vulkan ist bis heute nicht mehr ausgebrochen. Tragisch. Da fragt man sich doch warum. Was ist denn mit dem Vulkan passiert? Das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Okay, das mit der Totenkopfinsel kennen wir. Ich glaube, mit dem Drink spielt das noch eine Rolle. Da muss ich kurz was gucken. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Ah ja. Das Problem ist ja jetzt, was ich gerade für einen Gedanken hatte.
Er sagte ja, wir müssen sterben, um in die Gruft zu kommen. Und wir haben ja von dem Rezeptbuch gesehen, es gab ja irgendeinen Drink, der als Nebenwirkung den Tod hat. Ich dachte, den vielleicht bestellen und trinken, damit wir sterben und da reinkommen. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, welcher Drink das war. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. So, hier ist es ja wieder ausgestorben. Komme ich aber auch nicht wieder raus. Ich muss echt einen Drink bestellen. Ich möchte einen Drink, bitte. Hier, bitte, Junge. Den Schirm haben wir zwar gekriegt. Ich muss noch kurz was gucken. Rezeptbuch. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Was war das Rezept, wovon man stirbt? Das war die Antikaterbehandlung. Ah, Anhang B. Anzeichen erkennen. Schwindeanfall, Brechreiz, allgemeines. Okay. Erste Behandlung bei Piratenkater. Befreit vernebelte Köpfe. Ah, Moment. Stimmt, er hat uns zwar noch ein bisschen was von dem Antikater-Battle abgegeben. Rüb frei. Und wir haben einen Drink bestellt. Da ist bestimmt Alkohol drin, wenn ich jetzt... Das ist Grog, ja. Wenn ich das die jetzt Flasche vermische. Ist verschlossen. Dann öffne sie doch. Öffnen. Rübe frei. Ideal gegen vernebelte Köpfe. Wollt die Flasche öffnen? Guybrush? Verdammte Kindersicherung. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Gut, nimm mir den Meißel. Das hat sie geöffnet. Ja, Meißel öffnet alles. Okay. Und jetzt in den Grog. Das soll ja mit Alkohol zusammen tödlich enden. Mal ausprobieren. Das macht den Drink umso ansprechender. Und jetzt ein Schlückchen genehmigen. Trinke. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Ja? Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skull! Ja, die Anspielung darauf, dass man das in Wirklichkeit niemals machen sollte. Also macht das bitte nicht. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Hier geht's nicht gut, Geiber. Tschüssi! Sagte also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bart. Wow, also was für ein Flachwitz. Was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Da sind wir tot. Okay, Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit dem Spiel. Wir gucken jetzt noch den Abspann. Hey. Ich bin nicht wirklich tot. Oh, hör auf damit. Okay, das war wohl doch nicht das Ende. Das heißt, es geht weiter. Aber allerdings, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Gucken, wie wir aus dem Sarg rauskriegen. Rauskommen. Mein Deutsch heute schon wieder. Wie wir aus dem Sarg kommen. Und wie wir hier in der Gruft rauskommen. Und wir müssen uns zwar... Das werden wir beim nächsten Mal machen. Ja, werden wir wieder alles untersuchen. Wir werden da schon irgendwie rauskommen. Aber für diese Folge verabschiede ich mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis morgen. Ciao, ciao.